So, da sind wir wieder und ich bin immer noch nicht fertig mit den Aufgaben, aber es änderte nichts. Neuer Tag, neuer Shop. Und ihr seht es gerade schon rechts, ich finde das Bild immer blöd, das ist immer blöd. Ich habe das Shop-Video, aber da wird immer schon geleakt in Anführungszeichen. Was will ich eigentlich sagen? Also, was die Skin-Verlosung betrifft. Erstmal danke an alle, die da so fleißig kommentiert haben. Gruß geht ja wirklich an jeden Einzelnen raus. Aber vergesst nicht, ihr müsst das Video öfters gucken. Ich schaff das nicht, weil wir schaffen das nicht, wenn es jeder nur einmal guckt. Weil sonst wäre das ziemlich einfach, würde ich behaupten. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwie Zeit habt und gerade eh Langeweile habt, einmal mal drauf gehen, abends nochmal drauf gehen, in der Pause, im Bus, einfach einmal drauf gehen und Abfahrt. Also, wie gesagt, da muss, ich will jetzt nicht betteln, aber da muss ein bisschen mehr kommen. Aber trotzdem vielen, vielen Dank für alle, die jetzt, wie gesagt, schon die ganzen Aufgaben, Videos kommentiert haben und hast nicht gesehen und geliked haben. Gruß geht da wirklich an jeden Einzelnen raus von euch. So, jetzt gehen wir direkt mal rein in den Shop. Genug geschleimt. Nein, Quatsch. Wir haben nämlich einen komplett neuen Skin. Nämlich den hier. Aber was soll man zu diesem Skin sagen? Ich weiß nicht. Erstens, der kommt mir ziemlich dick vor. Und irgendwie ganz seltsam. Also ohne Quatsch, schreibt da bitte mal jeder eure Meinung rein zu diesem Skin. Was haltet ihr von dem? Also ich kann den gerade absolut nicht einschätzen, ob der lost ist, ob der doch irgendwie cool ist. Also absolut null. Weder von vorne noch von hinten wirkt er halt ziemlich stämmig. Also jetzt nicht dick, sondern halt wirklich kräftig. Ich sage, ich will ihn nicht jetzt als hässlich bezeichnen, aber er sieht halt anders aus. Sagen wir es einfach mal so. So, was haben wir sonst noch drin? Wir haben Unterbiss. Mal gucken, wie sie sich anhört. Mal gucken. Vor allem guckt hin, wie sie sich anhört. Okay. Eine ganz normale Spitzhacke. Das war es an der Stelle dann komplett. Aber mit dem Skin, schreibt bitte wirklich in die Kommentare, wie findet ihr ihn? Und nochmal, vergesst nicht zu liken. Ich kenne eure Krankheiten. So, was haben wir denn heute noch Schönes drin? Den Nullpunkt. Die Tarnung, die eigentlich zu dem einen Skin von mir passen würde, der nämlich gleich hier nachkommt. Aber die ist wirklich nice. Die Tarnung hat irgendwie was. Seitdem ich wieder diesem Flubber-Spiel. Haben mir die Tarnung irgendwie doch wieder was angetan, aber ich benutze trotzdem meine Neongift. So, welcher Skin ist es? Genau, der Zero ist wieder da. Und das wäre zum Beispiel so ein Skin, den könntet ihr euch aussuchen, wenn ihr halt in der Verlosung gewinnen würdet. Also haut rein in die Tassen. Natürlich mit passendem Rückenaccessoire, aber ich bin ehrlich, ich besitze ihn. Ich habe ihn mit meinen eigenen V-Bucks gekauft und gespielt. Einen Tag, wenn überhaupt. Also gibt es mehrere Skins, die hätte ich mir wohl lieber gekauft als den da. So, und denkt dran, wenn ihr was kauft, bitte meinen Creator-Code eintragen, YT-FamilyHack. Wenn ihr mich supporten wollt, dann gerne auch da. So, dann gucken wir direkt mal weiter, was wir noch so Schönes haben. Da, Chrono, ja. Ich will aber die 1 haben. Und zack. Ja, diesen Skin. Also ohne Quatsch. Für 1200 V-Bucks finde ich, ist das einer der schönsten Skins, die wir haben im Spiel. In der Variante. Genau so. Aber das Einzige, was mich an dem Skin dann doch stört, sind hier diese. Ja, es ist ja kein Rock in dem Sinne. Aber wenn man damit hochspringt, die flattern immer wieder hoch. Das ist das Einzige, was mich wirklich an diesem Skin stört. Aber auch die Variante sieht irgendwie so ein bisschen aus wie Upper Reds Freundin. So könnte ich mir Upper Reds Freundin vorstellen. Ich weiß nicht warum. Ich kam nur gerade irgendwie da drauf. So, aber mit Maske, nee, mit Maske auf gar keinen Fall. So, was haben wir noch Schönes? Die männliche Variante. Aber ganz ehrlich, die männliche finde ich wirklich uninteressant. Die sieht aus wie so ein kleiner. Ja, so sieht er aus wie so ein Magier. Weiß ich nicht. Nee. Auf das Gesicht und alles. Nee, da sah ich echt. Dann die weibliche Variante. So, was haben wir noch? Und natürlich die passende Tarnung, man kennt es. Ja, ist okay, aber jetzt nicht weltbewegend. Ne, die ist ganz normal, die Tarnung, finde ich persönlich. So, warte mal, da fehlt doch was. Was haben wir vergessen? Genau. Der nette Schweif.
Der ist wieder nice irgendwie. Irgendwie gefällt er mir. Weil ich mag dieses Klittergedöns da und alles. Der ist cool. Wenn halt diese Uhren nicht wären, aber gehört natürlich zur ewigen Sande dazu. So, was haben wir noch? Den Weitschuss-Skin. Skin. Finde ich, ist schon echt gut gelungen. Kann man sich gönnen, muss man aber natürlich nicht. Aber für 1200 V-Bucks, da würde ich dann echt wieder sagen, nein, dann lieber hier die weibliche Variante. So, dann haben wir Seestern. Ja, der schönste Skin ever. Kappa. Ne, den würde ich nicht spielen. Aus Protest nicht. Ne, der Skin gefällt mir wirklich nicht. So, dann haben wir noch die Qualle. Also wenn du auffallen willst am Himmel, damit fällst du definitiv auf. So, was haben wir noch? Fingerwedler. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Einmal noch. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. So, dann haben wir noch den Depp. Leider ist er ohne Ton. Aber gut, aber was sollen sie da auch machen? Aber der Depp ist schon geil. Ist halt Season 1. Dann haben wir halt noch Haifischgewässer. Ah ja. Das sieht ja wieder ganz crazy aus. Das ist auch nicht meins. Ne, 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 ne. So, das war es eigentlich schon wieder mit dem Shop. Nicht fast, das war das. Wir haben einen neuen Skin drin. Wir haben einen legendären Skin drin. Wir haben, finde ich persönlich, einen schönen 1200 V-Bucks Skin drin. Der männliche hier ist auch nicht schlecht. Ja gut, sie kann man nicht so wirklich gebrauchen. Die Qualle, naja, da streiten wir uns mal. Aber hier der Skin, ja, das sag ich halt wirklich, das ist halt wieder so eine Geschmackssache. Wir werden einfach mal sehen, wie viele ihn benutzen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch mal ganz kurz auf die Herausforderung, nur damit ihr mal seht, wie ich gerade dran bin. Wir haben jetzt gleich 2:30. Also hier fehlt mir halt noch, dass ich die Goldplündermedaillen sammeln muss. Das geht aber nur anscheinend im Solo-Modus, keine Ahnung warum. Und hier habe ich halt auch noch 4 Aufgaben. Beziehungsweise für euch aufzunehmen. Ne, doch, 4 Stück. Dann würde ich nämlich sagen, mache ich das nämlich gleich auch noch. Jetzt gehen wir noch kurz rüber in Rette die Welt, gucken einfach mal, was da so los ist. Dann muss ich nämlich gleichzeitig in der Zeit, wo der Rette die Welt geladen wird, muss ich nämlich direkt mal gucken, ob es V-Bucks-Missionen heute gibt. Da habe ich nämlich wieder mal nicht dran gedacht zu gucken. V-Bucks-Missionen. Time Missing. Und was haben wir? Ja, wir haben 30 V-Bucks heute. Und zwar in der 34-Plus-Zone. Jetzt können wir die wieder schön suchen gehen. Aber das heißt eigentlich schon, dass wir in der letzten Woche, also in den letzten 7 Tagen, hatten wir 175 V-Bucks. Ist eigentlich okay. Könnte zwar mehr sein, aber ist okay. So, dann gucken wir direkt mal. Wir haben ja noch einen neuen Shop. Das kommt auch noch dazu. Was habe ich jetzt gesagt? Level 34. 34, 34. Nicht vergessen. Upgrade-Lama schmeckt. So, Level 34. Wo sind wir dann? Da. So, jetzt muss ich hier wieder suchen. 23, 34 muss. Ach, hier. Da ist es schon. Einfach Sturm bekämpfen und schon könnt ihr wieder 30 V-Bucks sammeln. Und das ist auch für die kleineren. Also die so 20 sind, die dürften eigentlich schon da rein, wenn ich mich nicht irre. So, dann gehen wir mal direkt auf den Lama-Shop. Es gibt heute ein Upgrade-Lama. Ja, da ist aber nichts Besonderes drin. Und immer noch die Waffen-Lamas. Warum? So, dann öffne ich noch schnell mein normales Lama. Ah, schade. Hätte Gold sein können. Kann man nichts von gebrauchen. Abfahrt. So, dann wird es jetzt lustig, denn wir gehen in den normalen Shop. Den. Oh, die Eiskönigin. Ja, die muss ja direkt mal gekauft werden. Ihr kennt mich. Oh, die sieht nice aus. Ah, schön. Ah, wunderbar. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht noch mehr, was ich unbedingt kaufen muss. Ah, doch, definitiv. Ach ne, nur der Skin kam rein. Okay. Ah, das ist schon mal hier okay. Decken elektrisiert. Muss ich gucken, ob ich die Skizze habe. Decke, Decke, Decke. Doch, habe ich schon. Gut, Glück gehabt. Muss da schon mal kein Geld ausgeben. Ja, die werde ich mir auch nicht kaufen. Werde ich auch nicht kaufen. Werde ich auch nicht kaufen. Überlebende auf jeden Fall. Pflichtkauf muss sein. Auch wenn ich wahrscheinlich schon gar keine mehr brauche.
Sturmsplitter werden auch rausgekauft. Braucht man immer. Ich sage, wenn ihr das Geld habt, ruhig kaufen. Weil das müsst ihr halt dann nicht in einer Mission sammeln. Das sind halt mal gerade wieder 20 Stück. Wenn ihr noch nicht ganz oben seid, lohnt sich das definitiv. Ja gut, das ist ein bisschen überteuert für 40 Regentropfen. Die könnte ich schon günstiger kriegen, in Anführungszeichen. So, dann die Chips brauche ich natürlich auch. Aber, na. Ach komm, ich hole sie einfach fertig. Ich weiß eh, dass sie wieder irgendwann brauchen, dann wieder keine habe. So, hier ist mir dann das Geld ausgegangen. Ich bin pleite. Nein. Aber dann würde ich sagen, gehen wir noch kurz zu den Überlebenden und gucken mal gerade mal, was wir da machen können. Hier die zwei neuen. Ja, aber ich level die halt erstmal auf. Ja, siehst du, kaum war im Shop was drin, kann man schön aufleveln. Aber 95 werde ich eh nicht. Aber zurzeit spiele ich halt auch wirklich wenig Rette die Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das habe ich ja quasi schon vorangekündigt. So, dann würde ich sagen, war es das aber auch jetzt mit dem Shop-Video. Ich werde mich gleich dran setzen, weiter die Aufgaben machen. Ihr werdet es daran sehen, dass jeder Shop-Video irgendwo mittendrin auftaucht. Und dann würde ich sagen, euch einen schönen Tag und in dem Sinne, haut rein.